Wir suchen Lokführer für das Salzburger Freilichtmuseum. Die Museumsbahn ist eine große Attraktion bei uns und da brauchen wir immer wieder neue Lokführer. Spannend. Wenn man sich das vorstellt, dass man da den ganzen Tag in dieser wunderschönen Landschaft fahren darf, man hat natürlich die Verantwortung und hat sehr viel zu tun, aber es ist einfach der schönste Arbeitsplatz als Pensionist. Und die Enkel sagen, mein Opa ist Lokomotivführer. Wir ersetzen die Barauslagen, Fahrtkosten und die Lokführerinnen und Lokführer bekommen auch ein Essen. Aber grundsätzlich ist es ein Ehrenamt. Aber es gibt eben viele Begeisterte und deswegen sind wir sicher, dass wir auch neue finden. Eigentlich kann jeder zu uns kommen als Lokführer. Er kriegt bei uns eine sehr, sehr gute Schulung. Die Schulung macht die Salzburger Lokalbahn. Ja, die Ausbildung setzt sich zusammen in zwei große Gruppen. Das eine ist das Betriebliche und das andere ist das Technische. Betrieblich sind die ganzen Vorschriften etc. Und das Technische ist einfach, dass ich mit dem Gerät umgehen kann. Es ist so schön, wenn man kann in die Landschaft schauen und dass man nicht so viel zu Fuß gemessen kann.